Leute, endlich ist es soweit. Update, Schmupdate. Langsam wird's doch echt Zeit. Volvo, was gibst du uns heute? Das kann man alles in einem Wort zusammenfassen. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Heute, beziehungsweise gestern am 18.01. hat Valve mal wieder ein Update gebracht. Es war ein paar Megabyte groß und liest sich wie folgt. Maps, Vertigo, fixed a gap in Geometrie. Und das war's. Ich glaube, ich denke, ich hoffe, dass das ein Scherz ist. Es muss ein Scherz sein, denn die letzten paar Tage, Wochen kamen immer wieder Updates, die viel größer waren. Also einfach in Dateigröße gesehen, 400, 500, 600 MB große Updates, die einfach geladen wurden, aber nirgendwo in den Patchnotes drin standen. Und so ein kleines Furz-Update soll dann auf einmal hier in diesen Notes drinstehen? I don't think so. Ich glaube Folgendes, ohne natürlich jetzt großartig Hoffnung zu schmieden. Das muss Troll sein. Und Valve trollt gerne mal rein. Das haben wir über die letzten paar Jahre ja mitbekommen, dass sie immer wieder auf gewisse Sachen anspringen, Sticker rausbringen, zu Konspiranzi-Sees, den Updates witzige Namen geben und so weiter und so fort. Und das hier wirkt wie ein eindeutiger Troll. Doch was heißt das jetzt? Ich denke, dass sie uns hiermit halt an der Nase herumführen und in 1, 2, 3 Tagen, Zeiteinheiten, Stunden, wie auch immer, dann wirklich was Größeres nachliefern. Es könnte fast schon eine Operation sein, beziehungsweise sowas Großes wie eine Operation, wegen diesem Troll halt. Und auch wenn man sich die letzten paar Updates anschaut, da waren ja dann ganz viele Fixes dabei, die einfach Dinge, die an der Base vor allem für Fehler gesorgt haben. Also wirklich in den direkten Abläufen. In diesen Updates war ja nicht wirklich was Großes Neues dabei, wie eine Map oder sonst irgendwas. Es waren hauptsächlich Pflaster, beziehungsweise, gut, ich will jetzt nicht so fies sein, sondern richtige Ausbesserungen. Also sie haben sich richtig dran gesetzt und gesagt, so, das geht nicht, besser war aus. Das ist auch irgendwie kaputt, das machen wir gescheit. Und so weiter und so fort. Es wirkt also auch von dieser Aufstellung der Updates im Vorfeld so, als seien sie jetzt, ja, ich sag mal, mit diesen Grundaufräumarbeiten fertig. Sie haben die ganze Zeit nachgeschoben, nachgeschoben, nachgeschoben. Sie hatten ja mitunter 2, 3 Tage ohne Update, dann kam sofort wieder das nächste. Und jetzt haben sie einfach 14 Tage lang gar nichts gemacht. Und bringen danach das. Mit Sicherheit kann ich aber natürlich überhaupt nicht sagen, dass jetzt tatsächlich was Großes kommt. Aber ich kann mir beim besten Willen wirklich nicht vorstellen, dass sie das jetzt so stehen lassen und sagen, ja, wir haben da was repariert auf Vertigo, eure Lieblingsmap. Ich bin also gespannt auf die nächsten paar Tage, ich hoffe ihr auch. Mal gucken, was Volvo da so raushaut. Rätselt sehr gerne mit und schreibt mir in die Kommentare, was ihr glaubt, was das hier jetzt soll, dieses Update. Was haben sie damit vor? Glaubt ihr auch, dass was kommt? Und falls ja, was glaubt ihr kommt? Neue Maps, eine Operation oder ein komplett neuer Spielmodus. Was geht ab? Und vergesst Folgendes nicht. Nur noch heute, also am Freitag im Livestream, könnt ihr an diese Hydra Gloves Emerald rankommen. Das Giveaway ist die ganze Woche offen und heute am Freitag kann man auch noch rein. Danach wird aber der Gewinner gezogen und dann sind die weg. Daraufhin werden natürlich so wie immer weitere Giveaways folgen, unter anderem eine leckere AK-47 Jaguar. Dieses Kniftelchen hier mit der Schnur und weitere Handschuhe. Alles gesponsert von euch. Vielen, vielen Dank dafür, Helsing und Dicht, für diese tollen Giveaways. Also kommt in die Streams und staubt ab. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Da könnt ihr auch mit mir zusammen spielen, also Viewer Games und so weiter, findet immer alles in den Streams statt und halt eben die großen Giveaways. Auf YouTube mache ich auch oft Giveaways, ich weiß, aber da ist es meistens dann eher so kleinerer Kram. Wie zum Beispiel diese Garoffel, die ihr einfach heute im Video gewinnen könnt. Dazu schreibt ihr das, was ich vorhin angesprochen habe, mit in euren Kommentaren zu, also was glaubt ihr passiert? Warum glaubt ihr, haben die das Update gebracht? Denkt ihr, dass jetzt dann irgendwas Großes nachkommt oder ist es einfach nur ein großer Mittelfinger? Wir lesen uns in den Kommentaren. Ich habe heute übrigens wieder den Schwung von euren Kommentaren beantwortet. Vielen, vielen Dank dafür. Ich gucke, dass ich die Tage mich mal einfach ein paar Stunden dran setze und richtig schön Zeit investiere, um alles zu beantworten. Ihr kommentiert so schön, es freut mich ultra. Vielen, vielen Dank und willkommen nochmal an alle Neuen. Schön, dass ihr da seid. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut da rein. Danke für alles. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.